Okay. Ich arbeite in Buea für eine NGO, die Reach Out Cameroon heißt und benachteiligten Gruppen unterstützt. Ich arbeite auch in Buea, bei der Buea School for the Deaf, einer der gehörlosen Schulen. Ja, meine größte Herausforderung war erst einmal, kamerunische, englische Gebärdensprache zu lernen. Ja, für mich war es auch teilweise die Sprache, weil obwohl hier Englisch Amtssprache ist, wird halt in erster Linie Pidgin geredet. Mein schönstes Erlebnis in Kamerun war eine Veranstaltung mit einer Behindertengruppe in Bafang. Dort haben wir eine Zweigstelle aufgemacht und es gab eine große Feier zu diesem Anlass und die Leute waren einfach so unglaublich dankbar und fröhlich und alle haben ständig gesungen und ja, wir haben auch eine ganz spezielle Mütze verliehen bekommen, was hier eine große Ehre war. Ich hatte viele schöne Erlebnisse, aber ich möchte eins davon herausgreifen und zwar, ich habe im Dezember das erste Mal Klassenarbeiten schreiben lassen in meinen Unterricht und einer der Schüler hat volle Punktzahl bestanden und das war für mich so, ja, es hat geklappt, es ist was angekommen. Meine schönsten Erlebnisse außerhalb der Arbeit waren definitiv im Land selber, das Land zu erkunden, die Strände, wo wir auch gerade sind, am Strand, die Seen, die Wasserfälle, die Regenwälder, Kameruns einfach wunderschön. Ja, ich habe eine wunderbare Gehörlosen-Community kennengelernt und dabei auch kamerunische Gebärdensprache. Und ich finde Gebärdensprache super geil und will auf jeden Fall weiter in Deutschland auch gebärden und werde deutsche Gebärdensprache lernen. Ja, Geduld habe ich hier gelernt und auch ganz viele praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt, viel von meinen Kollegen gelernt und mittlerweile weiß ich, dass ich im Auswärtigen Amt arbeiten möchte und die ganze Welt reisen will. Ich habe über die Weltwertseite nach Projekten gesucht und dabei ist mir BTF sofort ins Auge gestochen, weil wir halt Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit machen. Und weil ich selber auch eine Beeinträchtigung habe, eine Hörbeeinträchtigung, habe ich mir gedacht, hey, da ist man wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Ja, bei mir war es noch ein bisschen weniger zielgerichtet. Ich habe es einfach per Zufall über einen E-Mail-Verteiler erfahren. War dann aber sofort total begeistert von der Organisation und ja, ihrer Philosophie, dass jeder einen Freiwilligendienst machen kann und es nicht wichtig ist, was man nicht kann, sondern was man kann. Also erstmal schreibt man ein Bewerbungsschreiben, also ein Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. Auch wo, schon, wo man vielleicht gerne hin möchte, in welche Länder oder welche Aufgaben man übernehmen möchte. Und dann kriegt man irgendwann einen Anruf oder eine E-Mail und wird, wenn man Glück hat, eingeladen zum Gespräch. Ja. Die dann ausreißen dürfen. Anschließend, nachdem man das Gespräch bestanden hat, kommen dann zwei Vorbereitungsseminare. Ein erstes und ein zweites, meistens im Frühjahr und einmal im Sommer kurz vor der Ausreise, wo man noch weitere Vorbereitungen hat, was halt nicht nur ist praktisch, was muss ich einpacken, sondern auch theoretisch, was bedeutet Globalisierung und so weiter und so fort. In was für einer Welt lebe ich, in was für eine Welt reise ich und so weiter. Ja, auf den Vorbereitungsseminaren haben wir uns mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt und wir haben auch über den Umgang mit Behinderung gesprochen, in verschiedenen Kontexten. Über Rassismus haben wir gesprochen. Und auch Freizeit- und Entspannungstechniken, sowie organisatorische Grundlagen zum Weltwertprogramm und auch vieles mehr. Ja. Konfliktmanagement war auch so drin und Rollenspiele. Vor allen Dingen dazu, wie man jetzt als Organisation hier reingeht und ob die Leute diese Hilfe vielleicht wirklich wollen. Und ja, das fand ich schon, hat mich weiter so in mein Denken gebracht. Und was gab's noch? Wir haben uns auch kritisch damit auseinandergesetzt, welchen Wert ein Weltwärtsprogramm hat und für wen es welchen Wert hat. Ja. Also der Weltwärtsfreiwilligendienst wird zu 75% vom BMZ finanziert. Darin sind auch Flugkosten und alles andere schon drin. Und die anderen 25% werden dann durch den Förderkreis aufgenommen. Also wir sind jetzt noch 2 Monate hier und dann wird es im November ein Nachbereitungsseminar geben, wo wir auch nochmal alle anderen BZ-Freiwilligen aus dem Jahr wiedersehen können. Genau. Und wenn wir zurückkommen, bekommen wir einen Brief, den wir uns letztes Jahr vor der Ausreise geschrieben haben, selber. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals noch
gezweifelt, ob ich es wirklich schaffe. Aber so wie es aussieht, ich bin immer noch hier. Also wie wir sehen, Wegwerfs kann man sehr gut schaffen. Und genießen. Ja, also wie man sieht. Ja, also wie wir sehen, Weltwertfreiwilligen kann man sehr gut schaffen. Und genießen.